Hallihallo, Grinders Gaming hier. Starbound geht weiter. Ja, ich habe immer noch mega Bock. Was heißt mega Bock? Ich habe noch mehr Bock, wie ich davor Bock hatte. Ich habe mich instant wieder in Starbound verliebt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich feiere dieses Spiel so dermaßen brutal ab. Das ist nicht mehr normal. Ich habe mir überlegt, habe ich in der letzten Folge aber auch schon angedeutet, wir werden. Jetzt habe ich hier natürlich alles voll mit gebratenen Tomaten. Naja, ist egal. Wir werden unser Haus ein bisschen umbauen, weil ich hier mich das ein bisschen stört, dass wenn ich die Türen aktiviere, dass ich meistens hier das Bett mit treffe oder so. Oder hier die Werkbank. Deswegen werden wir das Haus ein bisschen vergrößern und nochmal ein Stockwerk oben drauf packen. Und dann stellen wir die ganzen Gerätschaften eventuell oben rein und haben hier unten dann nur noch das Bett und das Feuer vielleicht. Obwohl so eine offene Feuerquelle im Haus, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so geil ist. Naja, werden wir sehen. So, jetzt brauche ich natürlich meine Holzblöcke. Meine Bauholzblöcke. Packen wir mal hier drauf. Wir machen uns auch gleich noch welche. Wie kann ich denn machen? 17. Ja, passt schon. Schön, gell? Ich habe ja mittlerweile jetzt rausgefunden, wie. Schildkröte, du bist im Weg, mein Freund. Kann ich dich hier wegschucken? Och, nö. Das ist jetzt doof. Muss ich dich jetzt in die Unendlichkeit verbannen hier unten? Ich komme gleich schnell mit, okay. Aber hier unten hast du vielleicht ein bisschen Wasser, mein Freund. Das ist vielleicht nicht so verkehrt. So, plumps mal runter, bitte. Will nicht. Jetzt. Jetzt muss ich halt gucken, wie ich wieder da hochkomme, ne? Ah! Ja, schee. So. Jetzt. Da müssen wir mal überlegen, wo wir dann die Tür hinsetzen, weil hier haben wir die Werkbank. Machen wir mal so. Türe hier. Zack. Gib mal her die Tür. Gib mal her mein Holz. Oh. Ups. Ja gut, da reißen wir es jetzt ganz ab und bauen es nochmal neu. Auch kein Problem. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Hetzt ja keiner rum. Wie immer, wir machen es uns ganz lässig. Ich glaube, das habe ich seit dem Stardew Valley Let's Play nicht mehr gesagt. Aber ist so. Ich hetze mich nicht gern ab in Computerspielen. Ich mache es gern bisschen lässig. Das gefällt mir ganz gut so. Ups, da wollte ich die Tür eigentlich nicht, aber ist egal, passt schon. Hier. Genau, dann kann ich auf der Höhe hier Holz setzen. So. Ah, ja. Ja, schön. Ach ja, schöne Sache. Der Profi ist wieder am Werk, man merkt's. Kriegen wir hin. Keine Sorge. Ich habe noch Hoffnung, dass ich das hinkriege. So. Jetzt Rückwand. Schön. Und jetzt die Türe hierhin. Genau, da kommen wir immer noch raus und rein. Schön. Perfekt. Jetzt nehmen wir unsere ganzen Tischlein. Oh, guck mal einer an. Da haben wir noch ein Loch in der Wand. So, jetzt nicht mehr. Das Bett. Habe ich das Bett jetzt auch hier im Inventar? Hier im Inventar habe ich es. So, Bett. Hierhin. So. Und das Feuer holen wir auch nach drin. Wird schon schief gehen. Was soll schon Schlimmes passieren, ne? Perfekt. Den nehmen wir auch mit hoch. Gut. Und jetzt machen wir hier dasselbe Spiel nochmal. Wir haben ja zum Glück noch Holz. Ich habe mir jetzt halt null und nichtig gemerkt, wie hoch der Raum ist. Wahrscheinlich Maximum, was mein Materiemanipulator nach oben kann. So, da brauchen wir aber nur auf der Seite eine Tür. Dazu brauche ich halt dann wieder Holz. Obwohl. Nee. Doch, ich muss erst die Dinger bauen. Die Werkbänke wieder hinstellen. Nicht bauen, hinstellen. Schön! Ich habe kein Holz mehr.
Eingebastelt habe ich mich ja auch noch. Ist ja perfekt. Dann gehen wir jetzt mal schnell ein bisschen Holz holen. Stopp. Mach die Tür zu, bitte. Nein, nicht so. So. Okay, eventuell müssen wir diese Werkbank hier doch auch noch woanders hinstellen. Oh, wir müssen auch noch gießen. Es regnet nicht. So, wässern wir ein bisschen hier. Schön. Kann ich währenddessen nicht laufen? Nee. Aber ich kann ein bisschen zielen, wenn ich es geschickt mache. Okay, passt. Schön. So, hier stellen wir wieder aufs Schwert um. Falls ich irgendwie gleich wieder attackiert werde von irgendetwas, was mich tot sehen will, grundlos. Alles möglich hier. Ach du heilige Mutter, gab das viele Setzlinge. So. Gucken wir gerade noch, ob wir noch irgendwo ein Bäumchen finden. Im Hintergrund wären ganz viele, ne? Ah! Wir nehmen uns hier einfach eine Tür mit. Warum auch nicht? Ja, schadet nicht. Braucht hier, glaube ich, eh gerade keiner diese Türen. Ich glaube, ich fäll dich eher in die Richtung. Na, ist, glaube ich, einfacher. So. Ab die Post. Ich glaube, das langt erst einmal. So. Jetzt geht's los. Der große Umbau geht weiter. Na, ganz toll. Nein, 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 nein. Geh weg. Lauf einfach weiter in die Richtung. Dann ist alles gut. So, für was brauche ich dich eigentlich nochmal genau? Jagdspeer. Entdeckerlaterne. Hacke, Mottenfalle, Vogel. Ich will nehmen die einfach auch mit rein. Ist doch Bums. Stellen wir auch oben hin. Hallo, kleiner Knuffeldino. Du machst mir nichts. Okay, cool. Freut mich auf jeden Fall total. Ich hatte schon wieder Ängste. So. Dann machen wir den hier hin. Ich sollte vielleicht erstmal die Wände fertig einziehen, ja? Wäre vielleicht einfacher. Oh, stopp. So viel wollte ich nicht. Ups. Okay, ist gut. Okay, vielleicht brauche ich doch so viel. Ja, ich brauche schon einiges für die Wände. So. Jetzt hoffe ich mal, ich habe überall gewandet. Aber ich glaube schon. Gewendelt, gewandet. Egal. Nonsens wird hier gebrabbelt, wie immer. Türe. Fehlt ein Klotz. Schön. Packen wir hin. So, Türe ist drin. Perfekt. Geht auch. Quietscht nicht. Alles gut. Was haben wir jetzt noch? Hier. Den Webstuhl, die Werkbank und die Gärtnerwerkbank. Dann habe ich, glaube ich, schon wieder alles hier stehen, ne? So, Webstuhl natürlich nebens Feuer. Bisschen Sicherheitsrisiko kreieren hier. Ja, passt doch. Ist gut. Habe ich sonst noch was im Inventar? Setzlinge. Sind das alles Baumsetzlinge eigentlich? Wächst ein Baum. Das ist einfach alles Baum, so wie es ausschaut. Hier ist mein Material. Hier habe ich sonst auch nichts Werkbanktechnisches mehr. Ja, auf jeden Fall sehr viel Essen. Sehr, sehr viel Essen. Kann ich nicht irgendwie eine Lagerkiste bauen? Ein Amboss. Ein Amboss habe ich noch gar nicht. Stimmt, da habe ich Eisenbahn gebraucht. Den Rest habe ich. Da bauen wir uns jetzt noch schnell einen Amboss. So. Holzluke, Holztür, Holztür. Aha, guck mal an. Eine geheimnisvolle Holzkiste. Hält 24 Items. Stellen wir her. Schön. Die kommt aber nach unten. Jetzt habe ich hier natürlich das Problem, dass der Amboss auch noch irgendwo hin muss. Wie groß bist du, Amboss? Ach, du heilige Mutter. Okay, vielleicht stellen wir dich wieder nach unten. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Machen wir das Feuer halt ein bisschen weiter zum Bett. Da haben wir auch warme Füße. Das passt schon. Stellen wir dich noch mal ein bisschen um.
Feuer hier hin. Schön. Amboss. Eisenkurzschwert. Eisenbreitschwert. Brauche ich noch einen Barren dafür? Ein Schild. Guck mal einer an. Hammer, Hammer. Aus Wolfram auch noch. Schön. Bomben. Produziert Sauerstoff, hilft an Orten ohne atembare Atmosphäre. Ach, du heilige Mutter. Das kommt auch noch dazu. Ich glaube, Schaden 9,5 pro Schlag. Ich glaube, ich möchte ein Eisenbreitschwert besitzen demnächst. Was macht denn mein Säbel für Schaden? 6 Schaden. Mhm. Ja. Oh Gott, wieso ist die Kiste so groß? Oh, brauche ich jetzt noch ein Stockwerk? Vielleicht stellen wir den Amboss auch einfach nach draußen. Der wird wahrscheinlich eh nicht so oft benutzt. Warum nicht? Wo stellen wir den hin? Na? Lass mich überlegen. Stressig. Stressig. Ups. Na, hierhin, da habe ich mein Feld wieder gedingst. Das ist auch doof. Hier habe ich definitiv einen schlechten Platz für meine Bude gesucht. Hier geht nicht wegen der Treppe. Wenn ich hier noch ein Stück Boden hinsetze, könnte es wahrscheinlich funktionieren. Na? Ja, ist in Ordnung. Passt, lassen wir mal so. Gut. Jetzt packen wir mal das ganze Zeug weg, was unnötig ist im Inventar. Die alte Rüstung. Das behalten wir mal. Die Setzlinge sollten wir vielleicht irgendwo wieder anpflanzen. Die Erze will ich noch einschmelzen. Eigentlich brauche ich nicht wirklich eine Lagerkiste, ne? Wenn ich jetzt die Eisenbarren da reinlege und zum Amboss gehe. Ja, dann habe ich eh das Problem, dass ich nichts mehr dabei habe zum Schmelzen. Verhalten wir einfach mal im Inventar. Ich bin ja Profi, ich sterbe ja eh nicht. Und genau in dem Moment quietscht meine Hungeranzeige wieder. Das perfektes Timing. Perfektes Timing. Kann ich das Zeug eigentlich nicht sofort aus dem Inventar essen? Nee. Geht nicht. Packen wir uns hier mal noch ein paar Tomaten hin. So. Schön. Schnabulieren wir gleich mal weg. Bisschen. Komm, wir essen gleich alle. So. Schön. Dann wechseln wir wieder hier hin. Legen uns noch mal kurz ins Bettchen. Draußen müssen wir noch mal ein bisschen gießen. Wir bleiben noch liegen. Wo Schnitzer rumhudle, Sir Ironfoot. Ist alles gut. So, guten Morgen. Schauen wir mal. Hier können wir ernten. Und gießen. Schön. Treffer versenkt. Perfekt. Sehr schöne Sache. Habe ich jetzt hier eigentlich... Das ist die Hacke, ne? Das sieht immer ein bisschen aus wie eine Sichel, finde ich. Jetzt, wo gehen wir hin? Ich glaube, wir gehen einfach mal rechts weiter. Wir wollen ja auch mal die arkane Energiequelle finden. Könnte zwar unter Umständen noch ein bisschen dauern, so wie ich mich kenne. Aber... Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir gehen jetzt einfach mal gucken. Wir haben ja ein bisschen was gegessen. Wir haben noch Essen dabei. Wir gehen jetzt einfach in eine feste Richtung, dass wenn was passiert, dass wir auch unseren Loot wieder finden. Und wir nehmen unterwegs, glaube ich, noch ein paar Bäumchen mit. Und ein bisschen Holz. Damit ich wieder ein bisschen was habe. Für Notfälle. Ups, was habe ich jetzt da abgebaut? Oh. Okay. So, einer noch. Und dann geht's weiter. Schön. Schwert zücken. Na, hier ist diese Ruine. Da waren wir ja eh schon. Da oben hockt immer noch das Vögelchen. Hier ist immer noch die Schnecke unterwegs. Ich glaube, wir packen hier mal ein Licht hin. Bis hierhin sind wir gekommen. Oh je. Na... Ups, war ein bisschen zu viel abgebaut. Hier ist nicht wirklich was. Ich will mir hier einen Weg nach außen machen.
Ich habe keinen Bock, vorne die Klippe runterzuspringen, um mir irgendwas zu brechen. Weil Fallschaden und so. Ich habe ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen dazugelernt. Seit dieser Folge oder letzter Folge, dass es hier Fallschaden gibt. Ja. So, da komme ich dann auch wieder hoch. Da komme ich auch ganz hoch. Perfekt. Gut. So, die nächste Hürde. Hier machen wir uns, glaube ich, mal so eine künstliche Treppe. Das dürfte reichen. Oh, da sehe ich Kupfer. Oh, da sehe ich sehr viel Zeug. Ups. Ups, ups, ups. Oh, da kommt schon wieder so ein Blobber angebloppt. Ich will jetzt nicht mitbloppen, ich will abbauen. So. Kohle, Kohle, Kohle. Das Problem bei solchen Spielen ist, ich lasse mich einfach zu gern ablenken. Wahrscheinlich dauert es noch 150 Folgen, bis wir die arkane Energiequelle gefunden haben, wenn ich so weitermache. Einfach nur, weil ich viel zu viel Spaß daran habe, irgendwelche Blöcke abzubauen. Das ist immer das Gleiche mit mir. Eigentlich sollte ich solche Spiele nicht spielen. Das sollte ich echt nicht. Aber ich habe halt Bock. Und es macht Spaß. Und diese Spiele sind verdammt schön. Und ich kann nicht anders. Oh, hier ist noch mehr Kohle. Oh, die nehme ich mit. Zum Glück habe ich hier jetzt nicht wirklich so ein Inventarlimit, also so ein Gewichtslimit. Inventarlimit schon, aber das dauert ein bisschen, bis ich das erreiche. So. Kohle, komm ran. Da ist noch mehr. Da ist noch ordentlich was, oder? Nee, hört dann auf. Naja, immerhin. Her damit. Mal hier mal durch Steinchen weg, dass wir hochhüpfen können. Blub. Schön. So, machen wir hier noch Licht. Perfekt. Oh, das ist aber ein bisschen arg hell geworden jetzt auf einmal. Schön. Hätten wir das auch erledigt. Und ja, nicht wundern, ich lasse die Fackeln aus einem guten Grund hängen, damit ich weiß, wo ich war. Weil ich es irgendwann sonst eh vergesse und nicht mehr sicher bin, ob ich hier schon mal irgendwo reingehüpft bin oder nicht. Und dann irgendwann aus Versehen die gleiche Höhle ein 80.000stes Mal erkunde. Ach du Heilige. Wieso hat das Ding so viele Abzweigungen? Das gehört verboten. So, hier gehen wir mal nicht runter. Wir gehen hier runter. Ah, da sehe ich doch schon wieder was. Mach nochmal ein bisschen Licht. Da ist Kohle, genau. Sag ich doch, habe ich gleich gerochen. Deswegen habe ich gesagt, wir gehen hier runter. Sofort gerochen, dass sich hier Kohle versteckt. So, her damit. Ein bisschen Licht machen. Ist praktisch tagsüber, so ein Loch in die Rückwand vom Berg reinzuballern. Dass man reingucken kann. Oh, da oben ist Kupfer. Das hört nicht mehr auf, liebe Leute, ich sag's euch. Ich nehme den ganzen Berg einfach auseinander. Da muss ich mir keine Gedanken mehr drum machen. Ob ich irgendwo noch was vergessen hätte an Mineralien oder so. Oder Erzen. So, machen wir uns hier noch kurz das Lichtloch. Da geht's halt auch noch weiter. Oh, ist das übel. Dann passe ich mit meinem Ömmel nicht durch. So. Licht. Hier hängen wir aber auch mal eine Fackel hin, sonst check ich es wieder nicht, dass ich schon hier war. Gehen Sie bitte weg. Dankeschön. Hier ist noch Kohle. So, Ironfoot, halt durch, wir haben es gleich geschafft. Halt einfach mal ein bisschen deinen Roboteratem an. Sehr gut. Vorbildlich. So, hier ist Ende im Gelände, aber da ist noch Kohle. Nehmen wir mit. Da habe ich schon keine Kohleprobleme mehr in nächster Zeit. Sehr schön. Da oben ist ein Frogger unterwegs. Ne, da oben ist mehr wie einer unterwegs. Alles schön im Tümpel am Rumhüpfen. Und gleich komme ich und störe die Idylle. Ich könnte ihnen einfach ein Loch in den Tümpel buddeln, da haben sie kein Wasser mehr. Nein. So gemein bin ich dann doch nicht. Nur manchmal. In seltensten Fällen. Ach du heilige Mutter. So war das nicht geplant. Hier geht's auch nicht weiter, oder? Nee, hier ist Ende. Ende. So.
Hoch mit dir. Oh, das habe ich ja gut gemacht. Das habe ich ja sehr gut gemacht. So. Ah ja, das habe ich noch besser gemacht. Profi. So, jetzt. Schön. Oh, haben wir hier Weizen. Geil, und Weizensamen auch noch. Sehr schöne Sache. Und was haben wir hier? Perlerbsen-Risotto herstellt. Reis habe ich gefunden. Ich habe gelernt, wie man Perlerbsen-Risotto herstellt. Ja, ich stehe Skoil oder was? Nehme ich dankend an. Noch mehr. Nee, lebendige Wurzel war das. War kein Reis. So. Na, mach mal hier ein bisschen Platz für meinen Kopf. Gut. Hier gehen wir dann. Was war denn das? Was ist denn da draußen los? Das halt ja ohne Ende. Wir gehen mal kurz zurück. Ich will das Zeug noch anpflanzen, was wir gefunden haben. Das muss alles eingepflanzt werden. Am besten wäre es, glaube ich, wirklich, wenn ich unterm Berg so eine Schneise durch den ganzen Berg durchsäbel. Da muss ich nicht oben drüber laufen. Wäre wahrscheinlich um einiges einfacher. Aber dauert wahrscheinlich auch ewig. Lass mich in Ruhe. Ich sag, oh Gott. Nein, 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 hau ab. Da ist ja alles fertig. Her damit. Oh mein Gott. Geil. So, jetzt pass auf. Da müssen wir noch ordentlich kochen. Dann haben wir wieder die Karotte, die obligatorische. Die pflanzen wir wieder hier an. Schön. Was haben wir noch? Reis. Nee, das Kochzutat. Wo ist... Weizensamen. Ich habe nur Reis bekommen. Ich habe keinen... Ich gehe mal stark davon aus, dass ich den nicht pflanzen kann. Oder? Nee. Gut, ich habe keine Reissaat bekommen. Aber ist halb so wild. Wir haben Weizen zur Herstellung von Brot. Wir haben Reis gefunden. Ich muss hier noch ein bisschen gießen, fällt mir gerade auf. Gieß, gieß, gieß. Na, ich muss das ein bisschen hinkriegen mit dem Erhalten der Gießkanne. Na, am besten auf so einem Abstand bleiben, dann geht das. Schön. So. Dann kochen wir mal gekochter Reis. So, die Karotte kann ich rösten auf jeden Fall. Gekochtes Steak, Karotte, bla, Tomaten. Können wir machen. Die Perlerbsen können wir kochen. Und den Reis auch. Cool. Wo ist jetzt das Risotto? Brauche ich wahrscheinlich was anderes dafür als ein Lagerfeuer. Hm. Okay, aber ich habe gut was zu futtern. Holla die Waldfee. Sollte für eine Weile frisch bleiben. Achso, das geht irgendwann auch kaputt, stimmt. Oh Mann, dann essen wir es gleich. Reis macht ja zum Glück einigermaßen lange satt. So. Dann packen wir den wieder da hoch. Da ein paar Erbsen, ein bisschen Tomate und nochmal ein bisschen Reis. Schön, und dann pflanzen wir uns ins Bett. Ja, perfekto. Liebe Leute, dann bin ich raus. Die Folge endet hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support. Ihr seid mega geile Menschen. Ich hoffe, ihr werdet jeden Tag einen Ticken geiler. Das würde mich megamäßig freuen. Genau wie es mich freuen würde, wenn ihr Likes, Kommentare, Abos da lasst und auf die Glocke drückt oder die Glocke aktiviert. Dann bekommt ihr mit, wenn neue Videos an den Start gehen. Und den Kanal könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich auch noch auschecken. Da findet ihr vielleicht noch andere Dinge. Ich habe ja auch schon Stardew Valley gespielt. Das geht ja in die gleiche Pixelrichtung, nur mit mehr Landwirtschaft. Stardew Valley dürfte jedem im Begriff sein. Wieso will ich das Spiel überhaupt erklären? Ja, wenn es euch kein Begriff ist, schaut auf dem Kanal vorbei. Könnte sich lohnen. So, nochmal ein bisschen frech Werbung gemacht. Ist aber alles freiwillig, das betone ich immer. Ich zwinge euch nicht dazu. Ihr seid selbstständige Individuen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich zwinge euch zu gar nichts. Habt noch eine geile Zeit. Wir hören uns. Ich bin raus. Ciao, ciao.